Ja, guten Tag, liebe Leute. Ich habe heute wieder was auf dem Herzen, das möchte ich euch mitteilen. Und gerade habe ich hier gehört, Deutschland, mein Deutschland. Ey, da kriegt man doch Appetit, mal hier ein Tänzchen zu machen. So ein schönes Lied, ja. Das ist doch wunderbar, das passt genau zu meinem Vortrag. Weil da geht es um einen Gerd da. Der hatte einen Garten angelegt. Mit Gemüse und mit Kräutern und mit Beerensträuchern und mit Blumen. Und mittendrin in dem Garten, das war also auf deutschem Heimatboden, hätte ich das fast vergessen. Und mitten in diesem Garten war so ein alter Hochstammbaum, ein Birnenbaum hat da gestanden. Und er hat immer saftige Früchte getragen, jedes Jahr ganz zuverlässig. Und dieser Mann war immer sehr dankbar, weil er wusste, er ist der Gärtner, der den Samen aussät, aber wachsen lässt der Herr, als er schickt uns den Regen, um die Erde fruchtbar zu machen und die Sonne, um die Früchte reifen zu lassen. Das wusste er und er war immer sehr dankbar. Und immer wenn die Birnen reif waren, dann kamen die Kinder vorbei, die wussten das schon. Und die haben ihn so angeschaut, ihr wisst doch, dass Kinder, wenn die in Erwartung sind, dass sie vielleicht was geschenkt kriegen, die offenen Augen, wie die so schauen, ja, so, das ist doch eine Pracht. Und dann hat dieser Mann die Kinder gefragt, na Kinder, wollt ihr eine Bär haben? Das war so sein Dialekt. Und die Kinder haben gesagt, ja. Und er hat allen Kindern hat er eine Bär gegeben. Und die Kinder haben sich gefreut und haben die Bär gegessen und waren sehr dankbar gewesen. Und der Mann hat sich gefreut, dass die Kinder sich gefreut haben. Und ein Stückchen weiter, da war auch ein Gärtner gewesen, der hatte auch einen Garten angelegt. Und er hatte auch Salat angepflanzt und hatte Gemüse angepflanzt und hat auch Blumen angepflanzt und hat auch Kräuter und Beerenhecken angepflanzt. Und auch in seinem Garten war ein großer Birnenbaum, der hat auch reife Früchte getragen. Der Unterschied war, es war auf BRD-Boden. Und alle haben BSW gewählt. Es war nicht auf deutschem Boden, es war nicht auf deutschem Heimatboden, es war auf BRD-Boden gewachsen. BSW! Und dieser Mann hat sich immer mit dem Rücken gedreht, wenn die Kinder vorbeikamen. Er konnte es nicht ertragen, wenn diese Kinder ihn so fragend angeschaut haben, ob er nicht mal ihnen eine Birne schenken könnte. So, also, was will ich damit sagen? Er hat den Kindern eben nichts gegeben. Er hat alles, was er bekommen hat, für sich genommen. Dieser alte Geizkragen BRD. Und so ist das heute eben auch. Wenn Sie dann für sich irgendwo eins auf die Schippe drauflegen wollen, die Abgeordneten im Bundestag, da sind die gleich mit ein paar hundert Euro sind die dabei, ohne mit der Wimper zu zucken. Das dauert gar nicht lange, da haben sie das beschlossen. Sollen Sie aber mal denen, die im Sozialnetz irgendwo hängen geblieben sind, sollen Sie denen mal ein paar Cent mehr geben, da tun die sich so schwer und machen Wochen und Monate lang einen Knatsch, bis sie denen mal einen Euro mehr geben. Also das ist ein Geizhals geworden und es steht in der Schrift, steht drin, ihr habt es ja schon mitgekriegt und ich und meine Schrift, ja, da steht nämlich drin, genau wie man mit diesen Leuten umgehen soll, was denen zusteht, das ist die Geschichte von dem Gärtner in dem Weinberg. Da steht das drin, kann man lesen. Ja, und das ist eigentlich das, was ich heute erzählen wollte. Und ich wollte eigentlich damit zum Ausdruck bringen, bauen wir unser Land wieder auf nach dem Garten auf deutschem Heimatboden von diesem Gärtner, der dankbar war und die Dankbarkeit weitergegeben hat an die Kinder. Das heißt, er hat sie von Gott empfangen, diese Dankbarkeit. Und er war der aktuelle Gärtner und die Kinder, das sind sinngemäß unsere Erben. Also er hat diese Dankbarkeit an die Erben weitergegeben. Und das ist das, was ich heute mitteilen wollte. Bauen wir unser Land wieder auf deutschem Heimatboden auf. Das war eigentlich alles für heute. Okay.